Als nächster Herr Abgeordneter Rupert Doppler. Frau Präsidentin, Frau Rechnungshofpräsidentin, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren, Rechnungshofbericht Top 31 bis 33. Ich nehme Stellung zu Top 31. Herr Kollege Philipp Kucher, du hast gesagt, ich weiß nicht, was soll ich zu den U-Bahnen sagen? Ich sage dir sehr wohl was zu den U-Bahnen. Die Finanzierung der Wiener U-Bahnen, eine Bundesländervereinbarung von 1979, wurde nur mit einem privatrechtlichen Übereinkommen umgesetzt. Der Rechnungshof prüft die finanzielle Beteiligung des Bundes an der Ausbau der Wiener U-Bahnlinien U3 und U6. Und dazu wurde 1979 eine 15a-Vereinbarung zur Kostenteilung von jeweils der Hälfte abgeschlossen. Der Rechnungshof zeigt auf in seinem Bericht, dass die Vereinbarung ab dem Jahr 1980 privatrechtlich fortgesetzt wurde, was eine Umgehung der Vorschriften der Finanzverfassung darstellt. Es wurden regelmäßig Finanzzuweisungen ohne gesetzliche Regelung vorgenommen. Der Nationalrat wurde total ausgeschaltet und das ist ein nicht tragbarer Zustand. Es ist schon interessant, dass vier Ausbaustufen, Herr Kollege Kuchner, vorgenommen werden und erst bei der fünften Ausbaustufe muss das Parlament wieder seine Zustimmung geben oder nicht geben, also dass sie wieder befragt wird. Hochinteressante Entwicklung. Deshalb ist es gut, Frau Präsidentin, dass es den Bundesrechnungshof gibt, der diese Sachen prüft. Ich bedanke mich herzlichst.